Moin Moin auf der Mannheim Media Bremerhaven, mein Name ist Alexander Dobbs und ich freue mich, euch herzlich willkommen zu heißen zum mittlerweile dritten Teil schon von Jingle Bells. Was erwartet euch? Euch erwartet heute die volle Brandbreite, das bedeutet die linke und die rechte Hand einmal definiert in diesem Teil. Jetzt wundern sich bestimmt einige von euch. Mannhold Media, Mensch, ich war da vorher auf der D-Tech Media. Na klar, war die vorher auf der D-Tech Media. Dieses Kürzel mussten wir leider ablegen. Der gesamte Firmenname hat sich geändert. Alles wurde umgeschrieben auf Mannhold Media. Wieso? Da das Kürzel D-Tech Media DTAG urheberrechtlich geschützt war. Dies war uns zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt. Uns wurde auch keine Auskunft darüber gegeben, aber kein Problem, wir haben es geändert. Und ich darf euch jetzt wieder willkommen heißen zum dritten Teil von Jingle Bells. Was hat sich noch geändert? Die Homepage hat sich geändert, die www.mannholdmedien.com. Die wird demnächst online gehen. Sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Vielleicht der erste und zweite Teil, den musste ich leider ein wenig zusammendrücken. Das Intro, was davor war, das blaue, so mit dem blauen Schimmer, das dürfen wir nicht mehr verwenden. Und die Begrüßung, willkommen auf der D-Tech Media, beziehungsweise herzlich willkommen auf dem Kanal der D-Tech Media, darf ich auch nicht mehr sagen, logischerweise. Deswegen muss ich die Video ein bisschen zusammendrücken. Aber ich glaube, das macht nichts. Ich will jetzt auch nicht so lange quatschen wieder, beziehungsweise schnacken. Ich will jetzt auch loslegen mit euch. Viel Spaß. So, tatsächlich bleibt die Kameraeinstellung mal so, wie sie ist. Es ist unglaublich, aber wahr. Wie schon im ersten Teil erzählt, habe ich vor mir das JPT 410 von Yamaha. Wenn ihr da mal so ein bisschen rüberschaut über das Keyboard, vielleicht haben ja einige von euch da genau das gleiche vor sich gerade stehen, dann seht ihr hier diesen Knopf, Music Datenbank. Und unter 244 findet ihr den Eintrag Jingle Bells. Dies ist ein vorgefertigtes Gesamtpaket mit folgenden Instrumenten. Da ist ein Klavier eingestellt mit ein paar Streichern hinterlegt. Ja, wer es nicht mag, dass alles vorgegeben wird, Tempo und so ein Quatsch, kann das natürlich auch nochmal hier separat verändern oder alles ummuddeln, kuddeln, so wie gewöhnt beim Keyboard. Ich empfehle euch als Style den Swing und als Instrument vielleicht ein paar Glocken oder Geigen oder so wie ich es jetzt habe, einfach das Klavier mit ein paar Streichern hinterlegt. Wie läuft es jetzt ab? Ich blende euch gleich parallel hier die Noten ein hier unten, damit ihr genau wisst, wann der Akkord gesetzt werden muss und wann ihr die Tasten drücken müsst. Die Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten und sich den ersten und zweiten Teil nicht angesehen haben, die sollten es vielleicht mal im Ton. Im zweiten Teil werden die Akkorde erklärt, wie sie gegriffen werden sollen. Im ersten Teil wird alles erklärt, was die rechte Hand so macht, wie sie die Tasten setzt bzw. die Tasten drückt. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Wir starten auch gleich. So, ich spiele jetzt nur in diesem dritten Teil die Version mit D-Moll und D7. Für die Anfänger von euch, die D-Moll und D7 durch G ersetzen, die können es natürlich auch. Ihr seht hier unten ja gleich die Noten laufen oder hier oben. Ich weiß auch nicht, wo ich Platz finde. Und ich habe den D-Moll eingekreist und habe G übergesetzt. Ihr ersetzt einfach die beiden Akkorde D-Moll und D7, die eingekreist sind, mit dem Akkord G. Und dann sollte das funktionieren. So, ich spiele dann gleich einfach das Stück im Originaltempo. 184 gibt Yamaha vor, das Keyboard. Im Buch steht 160, so ein Swing. Ich spiele jetzt dann einmal Originaltempo 184 und dann spiele ich es einmal sehr langsam und könnte hier unten oder hier oben einmal die Noten mitlesen. Wir brauchen folgende Akkorde, wie schon im zweiten Teil natürlich erklärt. C, F, D-Moll, D7, G und G7. Ich glaube, ich habe jetzt alle erwischt, hoffe ich. Wir starten einfach mal und dann spiele ich es ganz langsam nochmal. Dann haben wir auch den dritten Teil schon abgeschlossen. So, los geht's.
ganz langsam, damit ihr genau seht, was ich mache. Ich stelle das Tempo einfach mal auf 100. Ich weiß selber nicht, wie sich das anhört, aber das ist sehr, sehr gemütlich und langsam. So, los geht's. Akkord C beginnt. F, C, D-Moll, C, D7, G7, C, F, C, D-Moll, G, C und D-Moll. Und C. Wiederholung. C. F. C. D-Moll. G. C. D7. G7. C. F. C. D-Moll, G, C, D-Moll, G. So, da habe ich mich am Ende noch mal ein bisschen verspielt. Das heißt natürlich, da hatte ich mich ein bisschen vertippt, aber das macht, glaube ich, nichts. Ich freue mich, dass ich euch das wunderbare Stück Jingle Bells nahelegen konnte. Wie gesagt, die Anfänger lassen einfach G liegen, statt D-Moll oder D7 einfach G liegen lassen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich suche mir ein schönes Stück raus. Ich dachte irgendwie an alle Jahre wieder vielleicht, auch was Schönes für die Anfänger. Ihr braucht da keine neuen Akkorde zu lernen, ist sogar viel einfacher, wie ich finde. Oder ich mache was sehr Anspruchsvolles, das Originalstück von Last Christmas von Wham. Das wäre natürlich auch was Tolles. Vielleicht mache ich auch beides parallel, ich weiß es noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen würden. Bitte, bitte, lasst mir doch mal einen Kommentar da. Das wäre ganz nett, wie ihr es so findet, was man verbessern könnte, was super ist, was scheiße ist auf gut Deutsch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert uns, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.